Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe leider hier eine sehr, sehr traurige Nachricht bekommen. Ja, wie ihr seht, mein Trainer hat mir geschrieben und es tut mir weh, dir das sagen zu müssen, Kleiner, aber du bist einfach nicht mehr der Boxer, der du mal warst. Es ist Zeit, die Handschuhe an den Nagel zu hängen, bevor du noch verletzt wirst. Du hast wirklich alles gegeben, aber für dich ist die Show zu Ende. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich das ignorieren oder soll ich zurücktreten? Wenn er mir schon das sagt, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Echt, das ist so deprimierend jetzt. Wisst ihr was? Ich weiß es jetzt echt nicht, was soll ich machen, Leute? Wenn er sagt, ich soll zurücktreten, ja, was passiert denn da mit mir? Dann muss ich wieder zur Baumschule oder was? Das ist ja natürlich jetzt auch nicht so optimal. Ah, Mann, 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 was mache ich denn jetzt? Was ist, wenn ich ignoriere? Schauen wir mal. Ich oder nein. Oder. Oh Mann, entweder oder, entweder und entweder oder. Was nehme ich denn? Ah, ignorieren. So. Rang 45, Underdog, naja. Ah, Mann, Mann, Mann. Ein Kampf planen. Ja, was soll ich machen, Leute? Es ist alles nicht so einfach. Sollen wir simulieren? Er möchte unbedingt, dass ich aufhöre. Das ist echt traurig. Ich wollte eigentlich noch gar nicht aufgeben. Also einmal probiere ich es auf jeden Fall noch hier mit der Karriere. Das muss doch mal hier was werden. Echt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt da hier. Dass das schon war, ne? Also. Da, Ed Rodriguez, dem latze ich nochmal die Esse voll hier. Moment. So, den nehme ich. Genau, 7. Januar 2011, das passt. Kampf buchen, ja, unbedingt sogar. Also jetzt über 9 Jahre, ja? Ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, echt. Furchtbar. So, ja, er will, dass ich trainiere. Oder soll ich das überspringen? Überspringen das. Simulieren. Halt. Oder soll ich. Ach, dann trainiere ich doch, meine Jutta. Training beginnen, okay. Ja, jawohl. Okay, gut. Offenes Sparring. Ja, mach ich das. Training spielen, ja, na klar. So, ja. Gut, und los geht's. Ach man, das ist so traurig, echt. Oh Mann, 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 oh Mann. Komm, komm, komm. So. Und los geht's. Auf geht's. Komm, Prinzess. Jetzt, komm, 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 Prinzess. Ja, also. Gut. Na komm, Princess. Sehr schön. Komm, hau ihm nochmal schön ein paar in die Nieren rein. Der braucht er doch wirklich. Komm, der will da doch, Mensch. Na komm. Jetzt komm, komm. Gut, komm.
Super! So, was heißt das jetzt? Hat sie jetzt meine X aufgehängt oder was? Ah, nee, doch nicht. Oh, super. Yeah! Boah, super, hey. 22.000, die anderen alle 500, 400, 300. Hey, das war super. So, dann schauen wir mal, wie sich das jetzt so irgendwie auf meine Persönlichkeit auswirkt. Oh, Mann, Mann, Mann. Leute, das war vorhin schon ein bisschen ja, beängstigend, wo ich doch die Mail vom Trainer bekommen habe. So, Blockstärke, aha. Körperzähigkeit, Kinn, aha. Na gut, das klingt doch super, ne? Machen wir weiter. So, lala, okay. Was? Job, job, bump. Kampfkalender. So. Ja, dann kämpfen wir mal los. Na komm. Gegen. Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Ja, Alzheimer lässt grüßen, wie es so schön heißt. Ne? Oh Mann, Mann, furchtbar mit mir. Also ich habe da mit der Konzentration zurzeit gar nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich glaube, ich werde alte Leute. So. Na komm. Good evening, everybody. So, jetzt. Ah, Rodriguez. Ich glaube, der steht immer so auf Nierenklöpfe. Da mochte er das immer so, ne? Ja, genau, da mochte er das. Schön, genau. Super. Goes up top with a right hand. Dieser Vollhonk. Hey, Ed. Hey, und Mr. Rodriguez. Was ist los mit dir? Ja, komm. Well targeted two punch combo by Rodriguez. How about that? Another right hand. We're seeing a lot of work to the body here early on by him. Teddy, is that a certain mentality, these guys that commit to being a body puncher? Yeah, because they understand that the body punching, you know, that's not something that's glorious. That's not something that, you know, like a great left hook on the chin, bang, it gets results right away. They understand that that's something that pays off later and something you got to start early and stay with. Ja! What a shot! Big hook comes in. Teddy, what does he need to do right here? He has no. Nein. Underneath him. Well, you know he can't move because he's gonna fall on his own, or the referee's gonna stop him. Wow! Nein. Armstrong stunned and he is hurt. Good defense. Super. Covering up down low. Just 10 seconds to go in this round. So, jetzt hat sie Pech gehabt. Oh nein, ich hatte Pech gehabt. Scheibenkleister nicht gut, nicht gut. Ach nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, gut. Armstrong's opponent was able to get to him and stun him in that last round. Here we are early in this round. Let's see if he can get to him again. Well, a lot about seeing if he's going to get to him is how he's been able to understand why he got hurt. Did his corner help him out and tell him, hey, you got hit with a left hook, keep that right hand high. Takes one but gives one. Good work by Armstrong. That worked out really well, throwing off the right hand after getting tagged like that. And a sharp counter punch by Rodriguez. Teddy, why is it in boxing that there are so many distinct styles that are defined by geography or culture or ethnicity, where we have a Mexican-styled fighter, an Eastern European, you know, upright fighter, an American-styled fighter. Why is that? Because you are influenced by your surroundings, by the temperament of the people in your surroundings. Aggressive people, aggressive style.
very thoughtful people, people that are very cerebral, or you can have a defensive style, you're gonna have a very careful style. It's gonna fit right in. Good block by Rodriguez. Warum kippt er nicht um, dieser Rodriguez, Mensch? Took a shot, now he gives a left. Ten seconds remaining in this round. Wow, is he defensively sound? Hey, warum hat er so viele Punkte bekommen und ich so wenig? Das gibt's ja nicht. Ihr habt doch viel schönere Schläge ausgeteilt, Mensch. Oh, nee, nee, das lassen wir jetzt aus hier. Gets rid of that. It was intended for his head. Blocks the headshot. And that's what fighters do. Pulls the trigger right away after taking one. His opponent wanted the body. He wouldn't give it to him. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Armstrong. Nice block that time. It was intended to the head. Coming to the halfway point of this third round. Parries that punch away. Nice block by Rodriguez. Oh, and he returns fire with a left hand. Takes one, gives one. The right hand scores well. Blocks that punch. Und jetzt? Ja, endlich habe ich ein bisschen mehr Punkte hier. Super. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich den endlich weglatze. Echt. So. Really brought it that time. A four-punch combination. Able to block that away. It was targeted for his head. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Armstrong. Halfway through this round here, Bam Bam's probably thinking to himself, there has to be an adjustment out there that I can make. Now, he's known as a guy who's a pretty good boxer, but here in these middle rounds, it's not paying off. No, I think what he has to do is maybe just for a minute, go away from being a boxer, sit down a little bit. He's got to do something to slow down his opponent, gain his respect a bit. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. A headshot blocked.
Rodriguez is doing very nicely on the outside here in this fight. Well, if ever you wanted to explain to somebody the benefits of distance while fighting, this is a perfect example by what we're seeing out of him on the outside. Well, you know, so many times... Na ja, gut, ich finde ein bisschen, das ist okay. So, jetzt Manuel auslassen, gut. Round number 5 has arrived. Bam Bam's hoping to try to carry some of that momentum from the last round into this round. Now he's down on your scorecard, but he turned the corner a bit in that last stanza. Well, you hear him talking about, you know, baby steps. You know, you gotta crawl before you can walk. Well, right now he's taking those little baby steps. He got one round under his belt, a good round, steadied the ship a little bit. Now go get another round. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Armstrong. See, he's got his guard up really well that time, and it protects his head. Armstrong is resorting to dirty tactics. That was a headbutt, and the referee should be giving him a warning. Protecting his head well with his guard. Very clean offense from defense by Rodriguez. Rodriguez is making for a trainer's dream right now. Picking his shots, Teddy. Selecting when, where, and being very accurate. Yeah, the old timers would say he's a real sharpshooter. That's exactly what he's doing. He's not missing much. Rodriguez is showing you a little defensive skill there, able to move away from that punch. He scored well after being hit himself. Ten seconds to go in this round. This has been a super. Very entertaining fight. Yeah. Time to reflect here at the end of this round. Das ist schön. Dann würde ich sagen, jetzt tun wir ihn noch ein bisschen aufpimpen hier. Manuell Erholungsphasen, Dauer. So. Ja, machen wir das. Das klingt gut. Okay, super. Well, these guys, they're going to have a stomach ache at the end. Somebody is going to wind up not standing at the end. Comes right back at him with a left hand. Nice block by Rodriguez. Threw the straight right hand, but didn't score with it. I don't know how they are keeping this up. They are setting such a scorching pace of action in this fight. And he returns on that exchange. There's the headshot, but he parries it away. Do you see any way in which he can take his opponent's aggression and turn it against him? Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunching. You got a guy coming at you, no better way than to change his mind. Make him miss, make him pay. Halfway through what is one of the best rounds you'll ever see. Just great action. No, it's unbelievable. I mean, if you love roller coasters, you go to an amusement park. If you want to see left hooks, right hands, every direction, great chins, great endurance, great heart, you come to this fight. You stay right here. Final 10 seconds of the sixth round. Armstrong's getting outworked here, Teddy. Ja, es geht, Leute, aber
irgendwie nicht so richtig, ne? Manuell. Machen wir nochmal so. Ja, ein bisschen hier so. Gut, das muss reichen. Weil ich muss irgendwie punktetechnisch noch ein bisschen führen. Gut. Rodriguez is doing a nice job being comfortable on the outside. Rodriguez is employing one of the three facets of good fundamental defense. And right now he's using the legs. Yeah, he is, and that is one of the facets. The others to block, the others to move your head. And right now he's controlling range. What his opponent has to do now is look to get into a place where maybe he can time him. Time him as he steps out. Nice block by Rodriguez. Good defensive skill with the block by Rodriguez. Ja, was ist mit Rodriguez? And he returns on that exchange. A little something for his opponent after getting tagged. Covers up nicely, gets rid of his opponent's body shot. Good job staying away from the danger there. Armstrong's yeah. Not in this fight in my eyes. I mean, I don't see any. Oh man, oh man, oh man, hoffentlich halten wir das durch. Das geht ja noch so ein bisschen, ne? Manuell, so, Ausdauererholung, ja, mit 12 Punkte. Das muss reichen, hoffe ich zumindest. Weil ich muss immer mehr Punkte haben als er. You get the sense this one may not go the distance. Nice combo by Rodriguez. Rodriguez is being so very effective, punching in combination. And that's what you want. He's got pretty good hand speed. Might as well use that hand speed. No better way to use it than putting them together. Na, da hast du geschaut. He took a shot, but he came back with a right hand of his own. Good block by Rodriguez. Takes a shot and then commits to giving one right back. There's the headshot, but he parries it away. Gut. Jetzt komm, hau schön drauf. There by Rodriguez. That is a big right hand after eating one himself. Armstrong's in a tough spot right now. 71 Punkte, hey, das wird immer besser, super. Dann können wir uns nochmal ein bisschen was kaufen hier, und zwar manuell. Hier die Ausdauer, 24 Punkte, ja, das können wir packen. Gut, 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 ja, ja, so passt das. So, wir haben jetzt noch, ja, zwei Runden eigentlich, ne? Komm, hopp.
Was ist los, Junge? A little give and take, and here comes the left hand. A nice block by Rodriguez. Na, das war kein nice Block. Das war alles andere als nice, das war scheiß, Leute. He just missed that shot up top. Armstrong treating the word slip like it truly is a four-letter word. Yeah, he is. He needs to, he's slipping all right. He's slipping over the other guy's left hook. He needs to start actually slipping by moving his head side to side. Great fight. I mean, just a Na komm bitte, komm Princess. Super. It doesn't get much better. Nice strike after catching one by Armstrong. Oh, he took some damage, but he gave some back with the right hand. Able to cover up along the belt line, blocks that one. So, irgendwie schaut das jetzt ein bisschen monoton aus. Ich weiß, aber damit will ich ein bisschen Zeit schinden für Leute. See, he's got his guard up really well that time and it protects his head. Sehr schön. Leute, das könnte vielleicht sogar was werden. Jetzt gucken wir mal. Er hat 37 Punkte, heißt es jetzt, ja? Manuel, ich brauche noch ein bisschen Ausdauer hier. Nee, mach ich das. Genau, das muss passen. Okay. And now he's acting like a fighter, coming back with the right hand after getting scored upon. And that's what fighters do, pulls the trigger right away after taking one. How about a return to sender with the left hand? Oh, nein. Armstrong stunned and staggered. Nein! Armstrong's gone. So nicht! Oh, wow, nein, 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 keine Wiederholung, bitte! Nein, hey! Ja, ja, ich stehe, ja, ja, alles gut, alles gut. Fires one right back after taking one. Gotta love the work by Armstrong. Nice block. Yeah. Good stuff in the opening 2 minutes. A minute to go in this round. Able to dismiss that body shot. So, jetzt komm, 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 bitte. Nein. Und jetzt? Bitte. Ich hab da hoffentlich mehr Punkte als er, oder? Nein! Das gibt's doch nicht, nur Kunst, dieser Kampf jetzt in diesem. Das gibt's doch nicht. Armstrong 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 8. Dann hat doch tatsächlich dieser Rodriguez um 3 Punkte gewonnen. Sehr, sehr ungünstig für mich, sehr ungünstig.
Oh ja, gut, Leute, dann müssen wir wieder an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ja? Okay, super. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren und Glöckchen drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich was Neues für euch hochgeladen habe, ja? Okay, super. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch die Achselhöhlen waschen, ja? Okay, super. Danke. Dann bis bald und wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung von diesem Video, ja? Also, bis dann. Tschüss, Papa.